Charlotte? Hier drüben! Hey, danke fürs Kommen. Na klar. Hat Ethans Vater ihn schon abgeholt? Ja, sie sind eben los. Ich wollte mich bloß bedanken. Ethan hat das gebraucht. Ganz ehrlich, am Ende hatte ich, glaube ich, genauso viel Spaß wie er. Er hält viel von dir, weißt du? Nach all dem bist du sowas wie seine Heldin. Er ist mein Held. Wie kreativ er ist. Du musst echt stolz auf ihn sein. Er war so aufgeregt, als du mit dem Schwert aufgetaucht bist. Ich denke, das galt eher dem Schwert. Vielleicht. Aber ich denke, dass er glücklich war, dich in seiner Welt zu sehen. Es tut mir leid. Nichts gut. Gott, Alex, beachte mich nicht, okay? Es ist nur echt viel los. Das kann ich mir vorstellen. Sich für eine Zeit von Ethan zu verabschieden. Der Laden, das ganze Frühlingsfest. Ich bin immer hier, falls du über irgendetwas reden möchtest. Ist wirklich lieb, aber mir geht's gut. Danke fürs Vorbeikommen. Wir sehen uns auf dem Fest. Charlotte, ich sehe das etwas... Ich sagte nein, verdammt! Hörst du nicht zu? Scheiße. Das war nicht okay. Wo kam bloß diese Wut her? Ich wollte diese Reaktion nicht auslösen. Ach Mann. Okay, mein Fehler. Ihre Wut ist so intensiv. Vielleicht gibt es hier etwas, das mir zeigt, warum. Das wird wohl viele Gründe haben, denke ich. Gay, das ist deine Schuld. Warum hast du mir beigebracht, wieder jemanden zu brauchen, um mich dann zu verlassen? Oh shit. Ich verstehe. Die Traut hat noch sehr um ihn, das kann ich gut verstehen. Ryan, es ist deine Schuld. Du sollst uns beschützen. Warum konntest du es nicht? Oh Mann. Wetten, gleich kommen wir. Oder Ethan. Alex, es ist deine Schuld. Alle lieben dich.
Aber ich kann dich nicht ansehen, ohne daran zu denken, wie beschissen alles ist, seit du aufgetaucht bist. Nein, sag das nicht. Sie ist so wütend auf alle um sie herum. Aber da ist noch was anderes. Was denn? Wo denn? Das hatten wir. Das hatten wir noch nicht. Was stimmt nicht mit mir? Ich darf diese Gefühle nicht zulassen. Wann bin ich zu so einem verfluchten Monster geworden? Du bist wütend auf Ethan. Du gibst ihm die Schuld. Ich bin eine schlechte Mutter, Alice. Charlotte. Charlotte. Ich hasse meinen Sohn, Alex. Er ist lieb und kreativ und das Allerwichtigste im ganzen Universum für mich. Und ich hasse ihn. Was? Alter. Es hat immer nur mich und ihn gegeben. Es hat so lange gebraucht zu lernen, damit auszukommen. Und das tat ich. Und dann kam Gabe. Ich kann damit umgehen, Ryan zu hassen. Oder dich. Oder sogar Gabe. Aber Ethan? Wenn er nur gehört hätte, wäre Gabe noch am Leben. So sieht's unterm Strich aus. Was du fühlst, macht mehr Sinn, als du glaubst. Dein Schmerz zählt auch. Nichts davon zählt, verdammt! Er ist tot! Und ich wünschte, ich wär's auch. Diese Wut bringt sie noch um. Und es gibt nichts, was ich sagen kann. Was, wenn ich ihr die Wut irgendwie nehmen kann? Ich kann das. Ich kann ihr ihre Wut nehmen. Was würde das mit ihr machen? Und mit mir? Und selbst wenn ich es kann, sollte ich es tun? Uff. Oh. Alter. Was eine Scheißfrage. Ich werde gleich erzählen, warum ich mich so entschieden habe. Ich kann es nicht. Es tut mir leid, Charlotte. Ich wünschte, ich könnte etwas tun. Das wünschte ich auch.
Okay, okay. Pass auf. Wird Typhon von den Illuminati geführt? Das erklärt das verschwörerische dreieckige Logo. Boom. Code geknackt. Hey. Alex. Und? Wie lief die Sache mit Charlotte? Ich weiß nicht. Sie leidet so sehr darunter. Ich dachte, ich könnte ihr helfen, aber ich konnte es nicht. Wenn du ihr nicht helfen kannst, dann kann es niemand. Also, bitte sag mir, dass der USB-Stick alle Geheimnisse von Typhon enthüllt. Noch nicht, aber Alex... Wir haben eine Aufnahme von Gabes Anruf gefunden. Das sollte ich mir wohl anhören. Ich muss es wissen. Wir sind für dich da, okay? Sicherheitsdienst. Mac, ich bin's. Ich arbeite, Gabe. Lass uns später über die Sache reden. Darum geht's nicht. Du musst unbedingt die Explosion abblasen. Ethan ist im Sprengungsradius. Scheiße. Er könnte dabei draufgehen. Was zum Teufel stimmt nicht mit euch? Er hat sich davongeschlichen. Wir sind jetzt hier oben und versuchen, ihn zu finden. Mac, bitte. Okay, ich bin dran. Wir stoppen die Sprengungen. Fuck. Du hast keine Ahnung, wie tief ich deshalb in der Scheiße sitze. Danke, Mac. Spar dir das. Ich mach nur meinen Job. Sie haben ihn ignoriert. Das ist echt abgefuckt. Du weißt, dass es übel ist, wenn Mac sich als der Gute herausstellt. Alles okay? Wir machen diese Wichser fertig. Auf dem USB-Stick finde ich, was ich brauche. Ich muss ihn unbedingt durchsuchen. Ach du Kacke, ey. Meine Fresse. Der Anruf kam um 20.41 Uhr vom Satellitentelefon. Ich sollte mir den nächsten Anruf anhören und sehen, was ich rausfinden kann. Okay. Oh. Okay. Gute Frage. Uhr. Ach, hier. Lina, Diane hier. Wir haben ein Problem. Sie machen Witze. Ein Kind hat sich in der Nähe der Grube verlaufen. Wir müssen es verschieben. Lina? Haven ist ihr Gebiet, Diane. Es ist ihre Entscheidung. Ich weiß, dass ich sie nicht an die Risiken erinnern muss. Jemand könnte verletzt oder getötet werden. Das haben wir doch schon besprochen. Wer sich da oben aufhält, hat alle Warnhinweise ignoriert und trägt dafür die volle Verantwortung. Wir reden hier von einem Kind. Ich bitte doch nur um einen Tag. Wenn Sie die geplante Sprengung verschieben, riskieren Sie Reas Entdeckung. Das wäre ein Risiko für die gesamte Firma. Wollen Sie das? Nein. Nun, dann ist Ihnen ja völlig klar, was Sie zu tun haben. Melden Sie sich danach per Mail. Mach ich. Was zum Teufel ist Rhea? Muss echt wichtig gewesen sein. Vielleicht schreibt Diane mehr darüber in ihrer E-Mail. Vielleicht. Sehen wir mal, ob ich sie finde. Oh, Junge. Das ist übel. Alter. Dafür hat Diane ihre Seele verkauft? Hallo Diane, nach unserer Unterhaltung neulich habe ich es mir erlaubt, ihre Bewerbung unserer Führung spricht zu bescheinigen. Wir müssen ein bisschen helfen. Ja. Von diesen Inspektionen scheint echt viel abzuhängen. Inspektion?
Alter, dafür hat Diane ihre Seele verkauft? Das hatten wir ja schon. Das ist die E-Mail, die Diane erwähnt hat. Also, was ist Rhea? Ich hab sie gewarnt, Lina. Ich hab sie verflucht nochmal gewarnt. Bestanden haben und jetzt ist jemand tot. Sie haben besser einen Plan. Ich gehe jetzt nicht deswegen unter, zumindest nicht allein. Ich verstehe, dass Sie aufgebracht und emotional wegen des tragischen unvermeidbaren Unfalls sind. Heute Abend sind. Daher werde ich über dieses momentane Fehlurteil hinwegsehen. Ich rufe Sie morgen früh als erstes an, zu besprechen, wie wir vorgehen. Ich schlage vor, Sie nutzen die Nacht, um sich zu beruhigen. Mhm. Wie schade, dass Typhon nicht alle Probleme mit Geld lösen kann. Ich muss davon sagen, dass sie ein Problem mit dem neuen Fachführer haben. Okay, das hat damit nichts zu tun. Wer hätte gedacht, dass mit einem Mord davonzukommen so bürokratisch sein kann? Okay. Warte mal, die E-Mail war von... Das ist die E-Mail, die Diane erwähnt hat. Genau. Also, was ist Rhea? Am 28.04. Da haben wir zwei. Da haben wir sogar mehrere. Colorado-Amt. Das ist wohl der... Ach nee, das war der Arms, ne? Lina. Hallo, Diane. Ich darf annehmen, dass Sie Ihre Emotionen wieder im Griff haben. Meine Emotionen? Jemand wurde gestern Abend getötet. Aufgrund einer Entscheidung, die Sie getroffen haben. Ich denke... Ich wäre an Ihrer Stelle jetzt sehr vorsichtig. Wessen Kopf, glauben Sie, wird wohl eher rollen? Ihre oder meiner? Wie bitte? Natürlich fühlen wir uns alle verpflichtet, Ihnen durch diese schwierige Zeit zu helfen. Es wäre doch zu schade, wenn jemand wegen dieses unvermeidbaren Unfalls zum Sündenbock wird. Natürlich. Sehr schön. Dann sind wir uns hier einig. Wer weiß noch von den Leuten auf dem Berg? Nur mein Sicherheitsmanager Mac. Er erhielt den Notruf kurz bevor ich Sie kontaktierte. Kann man ihm vertrauen? Ich denke, ich kann ihn davon überzeugen, sich loyal zu verhalten. Sehr gut. Es gibt nur eine Kontaktstelle und die haben Sie unter Kontrolle. Dann sollten wir das schadlos überstehen. Wir hören uns bald wieder. In Ordnung. Ich weigere mich, daher nach allem, was war, zu bemitleiden. Aber, Mann. Meine Fresse, ey. Das ist echt übel. Eingehend. Das ist aber nicht mehr um die Uhrzeit. Was ist Diane rief in der Hauptverwaltung an? Ach so. Das muss doch das sein. Lina, Diane hier. Wir haben ein Problem. Sie machen Witze. Nee. Ein Kind hat sich in der Nähe der Grube verlaufen. Wir müssen es verschieben. Das hatten wir doch alles schon. Privatdetektiv HB. Bennett am Apparat. Hi, Bennett. Diane Jacobs hier. Lina sagte mir... Ja, hab Ihren Anruf erwartet. Okay. Ich bin nicht sicher, was wir als nächstes tun sollen. Geben Sie mir alle relevanten Informationen zu den fraglichen Angestellten. Name, Telefonnummern, Adresse, Lebenspartner. Wir übernehmen den Rest. Verstehe. Kommen Sie einfach vorbei. Mein Sekretär wird alles notieren. Niemand wird erfahren, dass Sie hier waren. Alles klar. Okay. Ich komme morgen vorbei. Wunderbar, bis morgen. Es ist so abartig, dass Typhon Leute beobachten lässt. Bei der Stange Personal? Typhon Mining? Diane? Oh, hey Joe, wie geht's? Gut, richtig gut. Ich habe ja eine Liste mit vielversprechenden Kandidaten, die wir besprechen könnten. Es sind etwa 40 Namen. Gute Arbeit. Wann können wir die Liste durchgehen? Also, Diane, kann ich ganz offen sein? Immer. Naja, wir haben alle die Nachrichten verfolgt und... Also nach diesem Unfall da... Joe... Ich will mich bloß vergewissern, dass es wirklich Stellen gibt, die auf diese Leute warten. Mach dir bitte keine Sorgen. Wenn du qualifizierte Kandidaten für mich hast, habe ich Jobs, die ich ihnen anbieten kann. Gut zu hören. Wie sieht es Dienstagnachmittag aus? Um 3? Klar. Großartig. Dann bis bald. Bis später, Joe. Hoffentlich zahlt Typhon eine nette Abfindung. Typhon Minengesellschaft, Diane hier? Diane, hier ist Jason. Hallo, Deputy. Haben Sie gute Neuigkeiten für mich? Es sieht ganz so aus. Der normale Betrieb darf ab sofort wieder aufgenommen werden. Die Grube wird nicht länger als aktiver Tatort angesehen. Das ist eine große Erleichterung. Nur um deutlich zu sein. Die Ermittlung... Oh, das hört ja auf. Wer hätte gedacht, dass mit einem Mord davon zu kommen... Ich dachte... So, wie schade, dass Typhon nicht alle Probleme mit Geld... Das ist die E-Mail, die Diane erwähnt hat. Also, was ist Rhea? Rhea wurde unentdeckt ausgelöst.
Gab es an dem Abend eine zweite Explosion? Sie hatten nur die Genehmigung für eine. Was hat Lena gesagt? Ohne die geplante Explosion wird Rhea entdeckt werden. Fuck. Die Explosion, die Gabe getötet hat, sollte nur von einer anderen ablenken? Aber wir haben keine andere Explosion gehört. Die muss woanders gewesen sein. Wenn wir herausfinden, wo sie stattfand, sehen wir vielleicht, wofür sie war. Okay. Ach, Diane hat Akten über den gesamten Stadtrat von Haven. Das ist Rhea. Scheiße. Diese Karte ist zu klein, um zu sehen, wo es ist. Ich brauche eine Karte. Mal gucken. Danke, dass du so offen zu mir bist. Da war der Typhon-Mineneinsturz von 2008. Moment. Die wollten mit einer Explosion in ihrer neuen Mine eine zweite in der alten übertönen? In dem Schacht wurde schon vor Jahren alles abgetragen. Da gab es nichts mehr. Was könnte dort unten nur so wichtig sein? Typhons alte Stätte musste doch vor kurzem ein paar Mal inspiziert werden, oder? Ja, und? Also, haben sie ganz bestimmt nichts ausgegraben. Sie haben etwas begraben.